In diesem Video erkläre ich euch die vier größten Probleme der Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihre Folgen für Deutschland während der Weimarer Republik. Problem 1: Börsencrash in New York. Die Weltwirtschaftskrise des Jahres 1929 nimmt ihren Ausgang im Zentrum der Weltwirtschaft, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebt das Land einen Boom, also einen starken Wirtschaftsaufschwung. Viele Leute wollen daran teilhaben und so spekulieren die Anleger mit Aktien. Aktien sind ja nichts anderes als Firmenanteile. Wenn aber alle Aktien kaufen wollen, dann steigt deren Preis. Man nennt diesen Wert von Aktien auch den Aktienkurs. Eigentlich ist ja die Idee, dass hinter einer Aktie ein echter Gegenwert steht, ein Teil einer Firma. Die starke Nachfrage sorgt aber dafür, dass die Aktien immer teurer werden. Die Kurse gehen durch die Decke. Es besteht kein vernünftiges Verhältnis mehr zwischen dem realen Gegenwert und dem Wert der Aktie. Das wird den Anlegern zu gefährlich und sie verkaufen ihre Aktien, um das Geld einzukassieren. Wenn aber plötzlich niemand mehr Aktien haben will, dann fällt deren Wert. Und jetzt bekommen viele Anleger auf einmal sehr viel weniger Geld, als sie ursprünglich bezahlt haben. Sie machen Verluste. Die Firmen, deren Aktien nichts mehr wert sind, bekommen auch Finanzierungsprobleme. Es ist ein Teufelskreis. Am 24. Oktober 1929 ist der Tiefpunkt erreicht. Die Aktien der amerikanischen Unternehmen haben teilweise 90% ihres Wertes verloren. Also für eine Aktie, die man für 100 Dollar gekauft hat, bekommt man nur noch 10 Dollar. 9000 Banken und über 100.000 Firmen gehen pleite. In den USA nennt man diesen Tag den Schwarzen Donnerstag. Aufgrund der Zeitverschiebung heißt er in Deutschland der Schwarze Freitag. Problem 2: Abzug der Kredite. Die amerikanischen Banken haben nicht nur amerikanischen Firmen und Unternehmen Geld geliehen, sondern weltweit. Um zu retten, was zu retten ist, holt man jetzt das Geld aus dem Ausland zurück. Vor allem auch aus Deutschland. Denn amerikanische Dollar haben den deutschen Wirtschaftsaufschwung in den goldenen 20ern finanziert. Wenn ihr auf das i hier oben klickt, dann findet ihr dazu ein Video zu den goldenen 20ern. Aus dem Börsencrash in New York entwickelt sich jetzt eine handfeste Weltwirtschaftskrise, die auch über die Grenzen der USA hinaus für Probleme sorgt. Das kann man sich wirklich so vorstellen wie bei einem Zug. Die USA sind die Lokomotive, die anderen Staaten die Waggons. Und wenn die Lok schlapp macht, dann bleiben alle stehen. Deutschland ist besonders schlecht dran, denn das Land hat sowieso schon Probleme. Die Unternehmen und auch der Staat sind hoch verschuldet. Das Geld wird knapp und jetzt können die Banken der Industrie kein Geld mehr leihen. Die Banken brechen zusammen. Die Firmen, denen ohne Banken das Geld fehlt, müssen Konkurs anmelden, sie sind also zahlungsunfähig. Die Unternehmen, die nicht gleich kaputt gehen, die müssen sparen und entlassen Arbeiter. Millionen von Menschen verlieren im Jahr 1929 und in den Folgejahren ihren Job. Und damit kommen wir auch schon zu Problem 3, der Arbeitslosigkeit. Gab es 1926 in Deutschland etwas mehr als 2 Millionen Arbeitslose, sind es 6 Jahre später, also 1932, schon rund 5,5 Millionen, mehr als doppelt so viele. Die Arbeitslosenquote in der Weimarer Republik steigt von knapp 10 auf 15% und dann auf fast 30% an. Und auch in anderen europäischen Ländern gibt es Millionen Arbeitslose. In England sind Anfang der 1930er Jahre über 20% der Menschen arbeitslos, in den USA sogar 24%. Zugleich sinkt die Industrieproduktion. Von 1929 bis 1932 geht sie in den USA oder auch in Deutschland um etwa 40% zurück. Die Menschen in Deutschland sind besonders betroffen. Es gibt zwar ein soziales Netz, verschiedene Sicherungssysteme, aber die sind überfordert, diese Systeme. Die Arbeitslosenversicherung kann etwa 1,5 Millionen Arbeitslose absichern. Es gibt aber viermal so viele Arbeitslose. Weil man nicht mehr Mittel zur Verfügung stellen kann, bekommen die einzelnen Menschen weniger Leistungen, da die gleichen Mittel ja auf mehr Menschen aufgeteilt werden müssen. Außerdem werden die Regeln verschärft, wer überhaupt Unterstützung bekommt. Am Schluss bekommt nur jeder siebte Arbeitslose Unterstützung. Der Rest ist auf die Wohlfahrt oder die Gemeinden angewiesen. Aber auch da ist das Geld knapp. Viele Leute geraten ins Elend, sie werden obdachlos und leiden Hunger. Jede zweite Familie ist direkt oder indirekt von der Krise betroffen. Die Menschen sind verzweifelt, denn auch gut ausgebildete und fleißige Leute sind chancenlos.
Sie kommen sich nutzlos vor, sie sind hoffnungslos. Sie suchen nach Hilfe, aber der Staat ist überfordert. Die Menschen, die keine Beschäftigung haben, stehen buchstäblich zu Tausenden auf der Straße. Darunter sind auch extrem viele junge Menschen. Sie zählen zu den geburtenstarken Jahrgängen und drängen auf den Arbeitsmarkt, auf dem es aber keine Arbeit mehr gibt. Die Frustration dieser jungen Leute hat natürlich Auswirkungen auf ihre politische Gesinnung. Problem 4, politische Krise. Viele machen die Demokratie und die demokratischen Politiker für die schlimme Lage verantwortlich. Radikale Parteien wie die Kommunistische Partei KPD oder die inzwischen neu gegründete Nationalsozialistische Arbeiterpartei NSDAP finden ein Publikum für ihre Parolen. Immer mehr Deutsche wählen links- oder rechtsextrem. Während in den USA oder in England die Menschen politisch zusammenrücken, spalten sich die Deutschen immer stärker. Die demokratischen Parteien geraten unter Druck. Regiert wird die Weimarer Republik seit dem Jahr 1928 von der Großen Koalition aus SPD, Zentrum, Bayerischer Volkspartei und den Liberalen DDP und DVP unter dem SPD-Kanzler Hermann Müller. Bereits die Regierungsbildung war von vielen Meinungsverschiedenheiten geprägt, aber im Jahr 1930 zerbricht die Koalition endgültig. Es beginnt der Untergang der Weimarer Republik. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Kein Problem, da sind die Kommentare dafür da. Postet das einfach unten rein. Ist ein Thema, bei dem man ja so ein paar Mal hinschauen muss, sich ein bisschen genauer einlesen muss und natürlich auch viele Videos anschauen muss. Und dafür sind wir da. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.